Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Konstantin Schreiber. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Einen schönen guten Abend auch von mir. Spätestens seit Kanzlerin Angela Merkel ihn nutzte, um das Internet zu beschreiben und sich damit eine gehörige Portion Spott einholte, sind Politiker eher vorsichtig mit dem Begriff Neuland. In diesem Fall dürfte der Hohn aber ausbleiben, denn zum einen sind die Umstände viel zu ernst und zum anderen hat Verteidigungsminister Boris Pistorius ja nicht Unrecht, als er heute den Startschuss für eines der ambitioniertesten Zeitenwendeprojekte der Bundeswehr mit den Worten gab: Es ist Neuland, das Sie betreten. Mit diesem Satz flog ein gut 20-köpfiges Vorkommando heute nach Litauen, wo bis 2027 eine ganze Brigade an der NATO-Ostflanke stationiert werden soll. Fast 5000 Soldaten inklusive Familien und Anhang. Ein kleiner Teil der Bundeswehrangehörigen wird in Rukla stationiert, der Großteil in Rudnenkai. Litauen grenzt im Westen an die russische Exklave Kaliningrad und im Osten an Russlands Verbündeten Belarus. Einen solchen Außenposten dauerhaft zu verankern, das kennen wir hier in Deutschland von den Armeen der alliierten Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber für die Bundeswehr ist es ein erstmaliger, ein großer Schritt. Zu groß? Stefan Stuchlik. Gekommen, um zu bleiben. Es ist kurz vor 12.30 Uhr Ortszeit, als der A400M der Bundeswehr in Vilnius ausrollt. Spätestens jetzt wird die deutsche Brigade Litauen Wirklichkeit. Bereits früh morgens beim Antreten in Berlin liegt Geschichte in der Luft. Der Minister spart nicht mit Superlativen. Es ist ein großer Tag für die Brigade. Der erste Tag, wenn man so will, an dem sie sichtbar wird. Es ist ein wichtiger Tag für die Bundeswehr. Das erste Mal, dass wir dauerhaft eine solche Einheit außerhalb Deutschlands stationieren. Und damit ist es eben auch ein wichtiger Tag für die NATO. Vor allem ist es auch ein großer Tag für Litauen. Die Reporter drängen sich am Flughafen. Der Verteidigungsminister begrüßt sogar in deutscher Sprache. Wir machen alles, was wir sollen tun, dass ihre Soldaten hier in Litauen wie zu Hause wohlfühlen könnten. Alles könnte eine ganze Menge sein. Es ist schwer vorstellbar, dass auf diesem Acker in 3 Jahren knapp 5000 deutsche Soldaten üben und leben sollen. Eine Musterkaserne gibt es schon. Litauen muss Unterkünfte für die Familien schaffen, Schulen, Kindergärten, Supermärkte. Danach ist Deutschland in der Pflicht. Sobald die Infrastruktur für die Hauptkräfte der Brigade zur Verfügung steht, werden wir unsere Truppe schrittweise nach Litauen verlegen. Aber welche Truppe eigentlich? Jetzt werden Freiwillige für einen Dienst gesucht, der nicht nur im Winter hart ist. Hier sind nämlich die ersten Kilometer der NATO-Ostflanke, direkt an der russischen und belarussischen Grenze. Ein Problem, sagt der Vorsitzende des Bundeswehrverbands. Was die Brigade in Litauen anbelangt, haben wir nur 30% Bewerbungen für die rund 5000 Dienstposten. Und das hängt einerseits mit dem Bedrohungsszenario zusammen. Damit will ich nicht sagen, dass die Soldatinnen und Soldaten Angst haben vor diesem Auftrag. Im Gegenteil, aber es geht darum, inwieweit man die Familien mitnimmt an den vorderen Rand der Verteidigung. Das wird diskutiert. Das nächste Problem ist die Ausrüstung, nicht nur das schwere Gerät. Der zuständige Inspekteur Heer hat noch vor wenigen Wochen beklagt, es fehle alles, von A wie Artilleriegeschütz bis Z wie Zeltbahn. Das werde dazu führen, dass vorübergehend die Truppe in Deutschland leiden müsse, sagt er heute. In der Zwischenzeit, ich rechne mit 3 bis 5 Jahren, werden wir das notwendige Material und das notwendige Personal aus den Strukturen des Heeres und der Bundeswehr quasi ausschwitzen müssen, um es nach Litauen zu schicken. Und dann wird hier im Bundestag noch einmal über Milliardensummen gestritten werden. Denn nicht alle notwendigen Mittel für Litauen seien in den gegenwärtigen Haushaltsplänen eingepreist, sagt die Wehrbeauftragte. Das ist das Leuchtturmprojekt der Zeitenwende, die Brigade in Litauen. Und das muss dann auch im Bundeshaushalt abgebildet werden. So rausschneiden aus dem Bundeshaushalt, wie er gegenwärtig ist, das wird nicht funktionieren. So nah an der Wirklichkeit ist die Brigade anscheinend doch noch nicht. Dass die Bundeswehr der NATO nächstes Jahr für andere Aufgaben noch einmal etwa 12.000 Soldatinnen und Soldaten zugesagt hat, wird die Lage sicher nicht einfacher machen.
Wer dieses Jahr in die Osterferien fahren oder fliegen wollte, der brauchte starke Nerven. Denn zwischen Warn- und regulären Streiks bei der Lufthansa oder der Bahn blieben zigtausende Reisende auf der Strecke. Aber ein Stein scheint jetzt aus dem Weg geräumt zu sein bei den Flughafensicherheitskräften. Beim Personal, das für die Sicherheitskontrollen bei Passagieren und der Fracht zuständig ist, gab es ja auch einen ziemlich festgefahrenen Tarifkonflikt. Ein Schlichter musste helfen. Und offenbar hat der nun einen Kompromiss gefunden, mit dem alle Seiten leben können. Doch sind damit Streiks im Luftverkehr wirklich vorerst vom Tisch? Max Kell berichtet. Laptop oder Tablet und alle Flüssigkeiten raus? Diese Fragen kommen jetzt wieder zuverlässig und vor allem regelmäßig. Vorbei die Zeit des Warnstreiks des Sicherheitspersonals. Wie noch hier im März am Flughafen Köln-Bonn und auch in Hamburg. Pünktlich vor dem Sommerflugbetrieb können sich Reisende also wieder auf einen Regelbetrieb an den Sicherheitsschleusen verlassen. Wie auch heute am Flughafen Berlin-Brandenburg. Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber haben sich nach langen Verhandlungen auf den Kompromiss des Schlichters geeinigt. Rückwirkend zum 1. April steigen die Monatsentgelte um 7,8%. Am 1. September um weitere 3,4% und am 01.01.2025 nochmal um 1,5%. Mit dem Teil der Lohnerhöhung oder Entgelterhöhung sind wir sehr zufrieden. Wir haben annähernd unsere Vorstellungen in der Schlichtung erreicht. Mit dem Teil der Mehrarbeitsregelung sind wir nicht zufrieden. Der wurde jetzt wieder ausgeklammert. Das Thema Mehrarbeit wollen Gewerkschaft und Arbeitgeber Ende des Jahres nachverhandeln. Damit der neue Tarifvertrag für die Beschäftigten gilt, müssen jetzt noch die jeweiligen Gremien zustimmen. Diese Zustimmung erwartet auch die Arbeitgeberseite. Vor allem, weil die Personalkosten weniger steigen sollen, als sie befürchtet hatte. Das ursprüngliche Forderungspaket der Gewerkschaften hatten wir beziffert mit rund 1,25 Milliarden Euro Mehrbelastung. Der Abschluss über 15 Monate bedeutet für die Unternehmen der Branche eine Mehrbelastung von rund 135 Millionen Euro. Bedeutet wohl für Reisende, Fliegen wird teurer, da die Sicherheitsleistungen mit dem Flugticket bezahlt werden müssen. Über diese Pauschale wird gestritten und die wird zwangsläufig, wenn man Sicherheit auf hohem Niveau haben will, anzupassen sein. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 15 Monaten haben. Wer jetzt also vorbildlich alles aus den Taschen geholt hat, kommt zumindest wieder zuverlässig durch die Sicherheitskontrolle. Ja, und da sind noch ein paar Fragen aber offen und die stellen wir jetzt an Klaus-Rainer Jackisch in Frankfurt am Main. Also, die Schlichtung ist in Sicht, aber wirklich sorgenfreies Reisen in den kommenden Wochen und Monaten? Ja, da gibt es noch ein großes Fragezeichen. Insgesamt allerdings sind jetzt erstmal zwei große Stolpersteine im Luftfahrtsektor und in der Tourismusbranche aus dem Weg geräumt worden. Zum einen eben heute diese Entscheidung bei der Flugsicherheit, zum anderen die Entscheidung in der vergangenen Woche, wo der Tarifkonflikt bei der deutschen Lufthansa mit dem Bodenpersonal gelöst worden ist. Das ist erstmal sehr positiv. Aber es gibt noch einen dritten großen Stolperstein. Die Lufthansa hat ja auch einen Tarifkonflikt mit dem Kabinenpersonal. Dort hört man allerdings aus Verhandlungskreisen, dass auch dort die Gespräche auf einem guten Wege sind und vermutlich in den nächsten ein, zwei Wochen zu einem positiven Abschluss kommen dürften. Und damit wären zumindest die ganz großen Brocken erst einmal aus dem Weg geräumt. Aber der Lufthansa-Konzern, der ja dominierend in Deutschland ist, der ist groß, der hat viele Töchter, insgesamt über 100 Tarifverträge und da brodelt es immer irgendwo. So auch weiterhin bei der Urlaubslinie Discover. Dort sind die Fronten verhärtet. Die Piloten haben bereits mehrmals gestreikt. Sie haben eine Schlichtung vorgeschlagen. Dazu ist es bislang nicht gekommen. Auch das Kabinenpersonal ist sauer und da könnte es möglicherweise neue Streiks geben, insbesondere also bei einer Tochter, die vor allem ja die Ziele im Mittelmeer ansteuert. Und dennoch, es scheint so, als würde diese Streikwelle der vergangenen Wochen bei uns zumindest gerade so ein bisschen abzuebben. Wie sehr beeinträchtigen denn Streiks in unseren Nachbarländern das Reisen derzeit? Ja, da gibt es natürlich auch sehr viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sehr unzufrieden sind, insbesondere im Tourismus- und Luftfahrtsektor. In Griechenland zum Beispiel, da streiken morgen die Fluglotsen. Für Mitte April haben die Beschäftigten von Schiffen und Fähren, die ja sehr wichtig sind in Griechenland, ebenfalls einen Streik angekündigt. In Frankreich haben die Verkehrsgewerkschaften für den Sommer für die Olympischen Spiele Arbeitsniederlegungen angekündigt. In Großbritannien gibt es seit Monaten Streiks bei den verschiedenen Bahngesellschaften, auch Probleme bei der Londoner Untergrundbahn und in den nächsten Wochen
wollen auch Beschäftigte bei der Grenzabwicklung ihre Arbeit niederlegen. Und selbst auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca läuft im Moment nicht alles rund. Pünktlich zum Saisonstart gibt es dort Probleme auf dem Flughafen von Palma de Mallorca, der als einer der schnellsten und effizientesten in Europa gilt. Aber es gibt viele Bummelstreiks dort beim Sicherheitspersonal. Deshalb haben viele Passagiere dort schon ihre Flüge verpasst. Also es sieht ein bisschen so aus, dass auch diese Urlaubssaison nicht ganz rund läuft. Klaus Rainer-Jacke, vielen Dank für die Informationen nach Frankfurt. Die erste Völkermordanklage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag im Zusammenhang mit dem Gazakrieg richtete sich noch direkt gegen Israel, vorgebracht von Südafrika. Die zweite nun kommt von Nicaragua und richtet sich gegen Deutschland. Ein halbes Jahr nach dem grausamen Terrorangriff der Hamas auf Israel argumentiert das mittelamerikanische Land, Deutschland ermögliche durch seine politische, finanzielle und militärische Unterstützung Israels einen Genozid an den Palästinensern und komme seiner Pflicht nicht nach, einen solchen zu verhindern. Über Deutschland auf der Anklagebank, Tobias Reckmann. Draußen vor dem Gericht ist das Urteil schon gefallen. Deutschland sei mitverantwortlich für einen Völkermord im Gazastreifen. Die Waffen müssen sofort schweigen. Deutschland muss unmittelbar seine Waffenlieferungen und finanzielle Unterstützung gegenüber Israel aufgeben. Oder zumindest an die Bedingung eines Waffenstillstands koppeln. Drin im Gerichtssaal hat heute Nicaragua das Wort. Das Land hat eine historisch enge Beziehung zu den Palästinensern. Israel begehe im Gazastreifen Völkermord, erklärt die Delegation. Und Deutschland leiste Beihilfe dazu. Ein großer Teil der militärischen Maschinerie und des Equipments von Israel ist zumindest zum Teil aus Deutschland und außerdem angewiesen auf Motoren, Ersatzteile und Zubehör, das ebenfalls aus Deutschland kommt. Zum Beispiel greife Israel Gaza vom Meer aus mit Korvetten an, gebaut von ThyssenKrupp. Es ist wirklich erbärmlich gegenüber den palästinensischen Kindern, Frauen und Männern in Gaza, einerseits humanitäre Hilfe per Fallschirm abzuwerfen und andererseits die Waffen und das Militärequipment herzustellen, das benutzt wird, um sie zu töten und auszulöschen. Die deutsche Delegation darf sich vor Gericht erst morgen äußern. Die schweren Vorwürfe wollte man aber heute, nach Sitzungsende, nicht einfach so stehen lassen. Wir weisen die nicaraguanischen Vorwürfe umfassend zurück. Deutschland verletzt weder die Völkermordkonvention noch humanitäres Völkerrecht. Die nicaraguanische Darstellung war eklatant einseitig und wir werden morgen im Gegenteil darlegen, wie wir unseren Verantwortungen umfassend gerecht werden. Völkermord, das sind laut UN-Konvention Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Unter Fachleuten gilt das als hohe Hürde. Beihilfe zum Völkermord, die setze voraus, dass Israel absichtlich Zivilisten töte und die Bundesregierung das wissentlich und ebenfalls absichtlich unterstütze. Ein Erfolg der Klage von Nicaragua halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Wenn es doch dazu käme, wäre das ein schwerer Schlag für die Glaubwürdigkeit des Internationalen Gerichtshofs. Nicaragua forderte heute Sofortmaßnahmen, unter anderem einen Stopp der deutschen Waffenlieferungen an Israel. Ein Urteil dazu könnte schon in 2 Wochen fallen. Dann dürfte es wieder laut werden auf den Straßen von Den Haag. Und in Berlin begrüße ich dazu jetzt Guido Steinberg, Nahostexperte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Steinberg. Guten Abend, Herr Zamperoni. Auch wenn die Klage Nicaraguas wenig Aussicht auf Erfolg zu haben scheint, Kanada hat seine Waffenlieferung an Israel gerade gestoppt. Auch in den USA wächst die Forderung, dem zu folgen. Wie isoliert ist Deutschland eigentlich, wenn es jetzt an den Waffenexporten festhält? Nein, isoliert ist Deutschland ganz sicherlich nicht. Ganz einfach deshalb, weil die Amerikaner bisher noch keine Anstalten machen, ihre Waffenlieferungen tatsächlich substanziell zu kürzen. Allerdings ist doch schon deutlich, dass die Luft rund um die USA, um Deutschland und vielleicht noch einige andere Staaten in Europa etwas dünner wird. Die Klage Nicaraguas, die spiegelt tatsächlich wieder,
dass vor allem im globalen Süden die Kritik nicht nur an den USA und an Israel, sondern auch an Deutschland sehr viel lauter wird und vor allem, was Deutschland angeht, sehr, sehr viel lauter ist als in der Vergangenheit. Welchen Einfluss, glauben Sie, hat das dann auf das politische Gewicht und auch den Einfluss Deutschlands vor dem Hintergrund dieses Krieges im Gazastreifen? Nun, das kommt darauf an, von welchem Thema wir da sprechen. Es ist sicherlich so, dass die deutsche Haltung in Israel nach dem 7. Oktober sehr positiv wahrgenommen wurde und dadurch natürlich auch die Bereitschaft entstanden ist, den Deutschen zumindest zuzuhören. Das begründet noch keinen Einfluss, aber man hört den Deutschen in Tel Aviv und in Jerusalem doch eher zu als in der Vergangenheit. Andererseits muss man eben sagen, dass überall sonst im globalen Süden, in der arabischen Welt, die deutsche Position unter Druck ist. Das betrifft nicht immer die Regierungen. Wenn wir beispielsweise nach Saudi-Arabien, nach Ägypten, nach Jordanien schauen, dann wissen wir alle, dass diese Regierungen auch ein Interesse daran haben, dass die Hamas zerschlagen wird. Die zeigen viel Verständnis im Hintergrund für die deutsche Position. Aber die Bevölkerung, da ist das etwas ganz anderes. Es ist tatsächlich so, dass Deutschland in der Vergangenheit aufgrund seiner Position auch im israelisch-palästinensischen Konflikt eher positiv gesehen wurde. Und das ist nun vollkommen vorbei. Es ist so, dass in den Vereinten Nationen, im globalen Süden, in der arabischen Welt Deutschland tatsächlich als einer, neben den USA, als der wichtigste Unterstützer Israels gilt und deswegen sehr scharf kritisiert wird. Und doch kommt da eine gewisse Veränderung doch rein, denn unmittelbar nach dem Terrorüberfall der Hamas stand Deutschland ja uneingeschränkt an der Seite Israels, Sie haben es gerade angesprochen. Aber wie weit, würden Sie sagen, hat sich das schon nach einem halben Jahr Krieg im Gazastreifen etwas verändert? Ja, das hat sich in Deutschland sehr, sehr deutlich verändert. Gerade in den beiden Regierungsparteien, SPD und bei den Grünen, da wächst doch die Kritik im Hintergrund. Da war die Kritik auch an den ursprünglichen Solidaritätsbekundungen mit Israel schon leise zu hören. Und jetzt zeigt sich da doch eine ganz, ganz große Ungeduld. Man hat das schon aus den Äußerungen der Außenministerin Baerbock in der letzten Woche ablesen können, als sie von den Israelis doch mit sehr, sehr klaren Worten gefordert hat, dass diese mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen haben, dass sie auf eine Einnahme von Rafah zumindest dann verzichten sollen, wenn sich noch so viele Zivilisten dort befinden. Und es gibt jetzt innerhalb der Parteien im Hintergrund natürlich auch eine Debatte über deutsche Waffenlieferungen an Israel. Wie glauben Sie, wird sich dann die deutsche Haltung weiter eventuell verändern? Sollte dieser Krieg noch monatelang weitergehen? Ja, ich denke, dass der Druck auf Deutschland steigen wird. Wenn man die letzten Wochen allerdings genau beobachtet, dann wird man feststellen, dass die Bundesregierung doch sehr stark auf die USA schaut, auf die Regierung Biden und auf die wachsende Kritik Bidens, aber auch seiner Minister an Israel reagiert die Bundesregierung jeweils ebenfalls mit wachsender Kritik. Das ist durchaus eine Anerkennung der Realitäten, weil nur die US-Regierung tatsächlich effektiv Einfluss auf die Regierung Netanyahu ausüben kann. Das ist aber andererseits dann auch der Versuch, so ein bisschen auszuloten, was denn für Deutschland an Kritik möglich ist, um damit dann auch der Kritik international, aber auch die wachsende Kritik in der Innenpolitik, in den eigenen Parteien, der ein bisschen die Luft aus den Segeln zu nehmen. Herr Steinberg, ich danke Ihnen für die Information und das Gespräch nach Berlin. Danke Ihnen. Das Ziel heißt, ein rettendes Ufer zu erreichen oder einen sicheren Hafen anzusteuern, auch wenn die wenigsten Boote dafür wirklich geeignet sind. Zehntausende Menschen wagen sich jedes Jahr mit dem Ziel Europa hinaus aufs Meer. Und die Migrationsrouten, die führen dabei nicht nur über das Mittelmeer, sondern auch von Westafrika aus auf dem Atlantik zu den Kanarischen Inseln, die ja zu Spanien gehören. So erreichen tausende Menschen auch die Küsten der kleinsten Kanareninsel El Hierro. Wie die Einheimischen dort auf der Insel mit der Migration umgehen, zeigt Christina Böker. Dicht gedrängt stehen sie im Boot, mehr als 150 Menschen. Viele Tage lang sind sie so über den offenen Atlantik gefahren. 1300 Kilometer vom Senegal bis an Europas südwestlichsten Zipfel. Wasser, Essen und Benzin hatten sie an Bord.
Am Hafen von Restinga gibt es Erste Hilfe und endlich Toiletten. Alltag auf der kleinsten Kanareninsel El Hierro. Im vergangenen Jahr kamen hier 14.500 Migranten an, mehr als die Insel Einwohner hat. Zeitweise hätten viele solcher Boote im Fischerhafen gelegen, erinnert sich Fischer Jesus an den vergangenen Sommer. Bei den ersten Booten waren wir fassungslos. Klar, wir haben ihnen geholfen beim Aussteigen, gaben ihnen Decken und Wasser. Wir, die Menschen aus dem Dorf, waren das, denn anfangs gab es die offiziellen Helfer noch gar nicht. Jetzt gibt es Unterkünfte im Inselinneren. Aber der Großteil der hier Ankommenden muss nach 3 Tagen weiter in Einrichtungen auf Teneriffa oder auf dem Festland. Nur Minderjährige bleiben aufgrund ihres besonderen Schutzstatus länger auf El Hierro, derzeit einige hundert. So wie die Halbbrüder Adama und Baye aus dem Senegal. Gerade sind sie aus der Schule gekommen, diskutieren mit ihrer Pflegefamilie, was sie heute essen wollen. Im August kamen sie auf den Kanaren an, jetzt erleben sie spanischen Familienalltag. Auf der Fahrt über den Atlantik hätten sie gefroren, seien immer wieder nass geworden, erzählt mir der 12-jährige Adama. Viele hätten sich übergeben und immer wieder geweint. Die Mütter der beiden Jungs sind im Senegal, der Vater auf Teneriffa. Wo und mit wem sie ihre Zukunft verbringen, ist ungewiss, auch für die Pflegeeltern. Irgendwann gehen sie weg und wir bleiben traurig zurück. Aber man hat etwas Gutes getan und wir wollen weitere Familien überzeugen, mitzumachen. Es ist keine große Sache, nichts Außergewöhnliches. Aber auch auf El Hierro diskutieren sie kontrovers über die Migration. Der Vizepräsident der Insel fordert Unterstützung. Die vielen Geflüchteten überlasteten seine Insel. Die Verwaltung versucht, mehr öffentliche Räume bereitzustellen und hat alles getan, um die Lage so gut es geht zu koordinieren. Aber irgendwann muss das aufhören. Aber während die Menschen vom senegalesischen Boot Richtung Teneriffa abfahren, ist schon ein weiteres Boot gelandet. Die Fluchtroute über Westafrika ist derzeit stark frequentiert. Es ist so ähnlich wie das, was wir auch im zentralen Mittelmeer gesehen haben, dass sich unter denen, die diese Reisen ermöglichen, den Schmugglern von westafrikanischen Küsten aus, natürlich herumspricht, wo ist es jetzt leichter, der Küstenwache Senegals zu entgehen. Und da verschieben sich die Routen schon immer wieder. Die EU versucht mit Migrationsabkommen Menschen von der häufig tödlichen Überfahrt abzuhalten. Erfolg ungewiss. In diesem Boot hat das gute Wetter alle überleben lassen. Und weitere Nachrichten des Tages, Konstantin, jetzt mit dir. Die Bundesregierung will das Abtreibungsrecht reformieren und hat dafür eine Expertenkommission eingesetzt. Wie der Spiegel berichtet, empfiehlt die Arbeitsgruppe, Schwangerschaftsabbrüche in den ersten 12 Wochen künftig zu erlauben. Erst wenn der Fötus eigenständig lebensfähig sei, sollte eine Abtreibung weiter verboten werden. Den Fachleuten zufolge etwa ab der 22. Schwangerschaftswoche. Im Moment sind Abtreibungen grundsätzlich rechtswidrig, aber unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Deutsche Unternehmen haben im Februar mehr produziert als erwartet. Die Exporte schwächeln zwar wegen sinkender Nachfrage aus Europa und China, Ökonomen erwarten aber, dass die Wirtschaft sich erholt. Mehr dazu von Markus Gürner aus der Frankfurter Börse. Die Hoffnung auf Besserung hat 2 Gründe. Zum einen sinken die Energiekosten langsam, aber stetig. Zum anderen hoffen viele, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen spätestens im Sommer senken wird. Diese Kombination könnte zumindest den wirtschaftlichen Abschwung bremsen. Die Talsohle könnte erreicht sein, so Ökonomen. Gradmesser der Wirtschaft ist auch die Industrie. Sie hat im Vergleich zum Januar mehr produziert. Insgesamt hat die Industrieproduktion im Februar um 1,9% zugenommen. Hauptsächlich unterstützt von der Autoindustrie, die um 5,7% zulegte, und der chemischen Industrie, die ein Plus von 4,6% beisteuerte. Es mehren sich die Zeichen, dass die Rezession im Sommer enden könnte. Nach langer Zeit wieder eine gute Nachricht für die Wirtschaft in Deutschland. Rudi Völler bleibt Sportdirektor der Fußballnationalmannschaft. Der DFB verlängerte den Vertrag mit dem 63-Jährigen über die Heim-Europameisterschaft im Sommer hinaus, und zwar bis 2026. Der Verband hatte Völler im Februar 2023 zum Sportdirektor ernannt. Eine Reaktion auf das deutsche Vorrundenaus bei der WM 2022 in Katar. Auch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann laufen Gespräche über eine Vertragsverlängerung.
In Russland bleibt die Hochwasserlage nach Dauerregen und Dammbrüchen angespannt. Besonders betroffen ist die Region Orenburg, etwa 1700 Kilometer östlich von Moskau. Dort standen durch das Hochwasser im Fluss Ural mehr als 10.000 Häuser unter Wasser. Mehrere tausend Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. In Orsk zogen mehrere hundert Menschen vor das Rathaus und warfen der Regierung Versagen vor. Eine Milliardeninvestition, Forschung und Produktion in einer zukunftsträchtigen Branche, dazu noch bis zu 1000 neue Arbeitsplätze. Und das in einem Städtchen mit gerade mal knapp 20.000 Einwohnern. Es sind solche Erfolgsgeschichten, die die Verantwortlichen in der Politik gerne verbreiten. Und so haben sich heute gleich drei Mitglieder des Bundeskabinetts auf den Weg gemacht nach Rheinhessen. Dort baut der US-Pharma-Riese Lilly ein neues Werk, in dem unter anderem eine Abnehmspritze vom Band laufen soll. Axel John war heute beim Spatenstich dabei, mittendrin in Alzey in Rheinland-Pfalz. Bislang ein Getreideacker, bald Standort eines Hightech-Werkes. Steffen Jung ist auf einer der größten Baustellen der Bundesrepublik unterwegs. Er ist Bürgermeister der Kleinstadt, wo der Pharma-Riese Lilly gerade seine erste Produktionsstätte in Deutschland errichtet. Ja, ist natürlich eine wahnsinnige Ansiedlung. Ein Weltkonzern investiert in Alzey vor Ort 2,3 Milliarden Euro. Das ist eine Stadt mit 20.000 Einwohnern, plötzlich ein Weltkonzern von Eli Lilly hier vor der Tür hat. Da hat keiner mit gerechnet und das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Auf einer Fläche von 30 Hektar, das entspricht etwa 42 Fußballfeldern, entsteht das Werk. Eine Weltmarke baut in der Provinz, ausschlaggebend für den Zuschlag. Die Fläche wurde dem Konzern schnell und unbürokratisch angeboten. Die Perspektive war, dass sie innerhalb von 12 Monaten anfangen können zu bauen. Dann, wenn sie kommen, die Unternehmen, ja, und die Chancen, dann brauchen wir halt schon zu lange in Deutschland, um sowas dann zeitnah umsetzen zu können. Und haben Sie so ein Projekt hier schon mal gemacht? Nee, da in der Größenordnung, das ist meistens ein Projekt, das man nur einmal in seinem Leben in der Größenordnung macht. Heute symbolischer Spatenstich. Viele sind dafür in Alzey, um etwas Glanz von dem Vorzeigeprojekt abzubekommen. Darunter auch der Kanzler. Scholz schwärmt von dem Industrievorhaben, das sogar ohne staatliche Subvention auskommt. Künftig werden Alzey und die Region nicht mehr nur für ihren guten Wein bekannt sein, sondern auch als ein starkes Zentrum der Pharmaindustrie in Deutschland. Mindestens 1000 Fachkräfte mit Familien sollen hierher nach Rheinhessen ziehen. Aber das Straßennetz ist jetzt schon ausgelastet. Wohnungen, Kita und Schulplätze knapp. Im Rathaus versucht man Schritt zu halten. Ja, wir sind für eine 20.000 Einwohnerstadt eine relativ beschauliche Verwaltung mit beschränkten personellen Ressourcen. Was es konkret bedeutet an Zuzug, wird auch die Frage sein. Also so ein bisschen ins Blaue hinein müssen Sie planen. Ja, es ist auch so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, das gehört auch mit dazu. Marktfest am Wochenende in Alzey. Anderenorts gibt es oft Widerstände gegen Großprojekte der Industrie. Und hier? Finde ich auch gut, dass nicht alles gleich ins Negative gezogen wird, sondern dass da wirklich die positiven Aspekte auch gesehen werden dahinter. Man muss ja gucken, dass die Wirtschaft aufwärts geht. Ne? Und ich finde es positiv, wenn da jetzt diese Firma sich hier niederlässt und wirklich Arbeitsplätze schafft. Ich glaube, dass es einfach gut kommuniziert war im Vorfeld, ja? Dass man so die Menschen mitgenommen hat. Ein paar Proteste von Umweltschützern gab es anfangs aber doch. Christoph Meurer und seine Bürgerinitiative befürchteten etwa zu viele versiegelte Flächen. Nach einigen Gesprächen wurde der Bebauungsplan geändert. Pharmakonzern und Umweltschützer plötzlich keine Gegner mehr. Es ist vieles für die Anwohner und auch für die Natur besser geworden. Da sind wir jetzt sehr froh, dass Eli Lilly ein starkes Unternehmen ist, was sich diese Maßnahmen auch leisten kann. Ja. Also wir werden das auch weiter beobachten und wollen auch gerne ganz genau wissen, dass diese Anforderungen eingehalten werden. In 3 Jahren soll das Werk hier stehen. Lilly will dann in Alzey Medikamente etwa gegen Diabetes produzieren. Das Megaprojekt ein Mutmacher in wirtschaftlichen Krisenzeiten, zumindest für die Region Rheinhessen. Schräge Charaktere, die hat er immer wieder und offenbar nur zu gerne verkörpert. Und auch wenn er seinem Stil dabei irgendwie mal treu geblieben ist,
Ein bisschen verändert hat er sich doch über die zurückliegenden 50 Filme, die Woody Allen gemacht hat. Ob der aktuelle nun wirklich sein letzter Film ist, dazu hat sich Allen zwar noch nicht endgültig geäußert, aber überraschen würde es nicht. Immerhin ist der gebürtige New Yorker inzwischen 88 Jahre alt. Gedreht hat er ihn wieder einmal in Europa. Ein Glücksfall heißt jetzt dieser aktuelle Film. Und ob es auch ein solcher für das Kino ist, das zeigt uns Benedikt Schäper. Der Zufall. Im Leben und in der Liebe, vor allem auf der Leinwand, spielt er oft eine wundersame Rolle. Fanny? Fanny Moreau? Für Fanny und Alain sogar die Hauptrolle. Eine Romanze während ihrer Jugend in New York unmöglich. Jahre später in Paris läuft es anders. Sie reich verheiratet, er verarmt geschieden. Bourgeoisie trifft Bohemian. Falls du die Tage mal was essen gehen willst, die guten alten Zeiten aufleben zu lassen. Ich habe immer Zeit. Ja, gern. Du weißt, wo du mich findest. Wie heißt du jetzt nochmal mit Nachnamen? Fournier? Genau. Mein Name Fournier. Die Begegnung, Auftakt zu einer Affäre, einem romantischen Thriller über die Bedeutung von Glück. Für den 88-jährigen Regisseur Woody Allen ein Lebensthema. Es hat mich schon immer verblüfft, wie fragil das Leben ist. Wie die kleinste Entwicklung hier oder die kleinste Veränderung da, ein flüchtiger Moment enorme Auswirkungen auf das ganze Leben haben kann, das noch folgt. Und genau das hat schon immer interessante Filmstoffe ergeben. Der Film buchstabiert Leidenschaft als begründeten Betrug. Fannys Ehemann, ein Klischee der französischen Oberschicht. Arrogant und dominant, zudem so langweilig wie zwielichtig. Gekonnt humorvoll inszeniert. Ich fühle mich, als wäre ich eine Trophäe. Ich schwöre dir, niemand wird je sagen, du wärst eine Trophäe. Ah, da kommt Jean Fournier mit seiner Trophäe. Ach, hör auf. They all get confounded. Alle Menschen lassen sich manchmal durch ihre Herzen in die Irre führen. Sei es durch Liebe, Eifersucht oder auch Aggressionen. Unabhängig vom Geld gerät jeder irgendwann ins gleiche Dilemma. Arm und Reich reagieren dann vielleicht etwas anders. Aber wie in dem Film ist am Ende doch jeder Opfer der gleichen Gefühle. Bald schon nimmt das Schicksal ehelicher Untreue seinen Lauf. Der Gehörnte schöpft Verdacht. Hallo? Hallo? Guten Tag. Der Weg zum Privatdetektiv nicht weit. Liebe und Leid münden in Gewalt. Ein buntes Panorama vor hübscher Kulisse. Woody Allens 50. Film, sein erster auf Französisch. Ob bedingt durch anhaltende, aber unbewiesene Missbrauchsvorwürfe in Amerika, unklar. Mich hat mal jemand gefragt, was das Schwierigste am Filmemachen sei. Und ich habe ihm gesagt, es ist nicht das Skript, nicht die Dreharbeiten, nicht der Schnitt. Das Schwierigste ist, das nötige Geld aufzutreiben. Und das Problem hatte ich mein Leben lang, bis zum heutigen Tag. Der Film, nicht sein bester, nicht sein schlechtester, vielleicht aber sein letzter. Für Fans ganz sicher. Ein Glücksfall. Sie war so in ihr Buch vertieft, dass ich sie richtig erschreckt habe. Es ist ein Spektakel, das für die Augen gefährlich werden kann und die Nackenmuskeln beansprucht. Und trotzdem reckt wohl fast jeder den Kopf zum Himmel, der die seltene Gelegenheit bekommt, mal eine totale Sonnenfinsternis beobachten zu können. So wie heute die Menschen in weiten Teilen Nordamerikas. Hier etwa in Hot Springs im US-Südstaat Arkansas. Und in Deutschland gibt es übrigens die nächste vollständige Sonnenfinsternis erst wieder im Jahr 2081. Ist noch ein bisschen hin. Und dennoch wird die Sonne auch bei uns derzeit bedeckt sein, allerdings von Wolken in einigen Teilen des Landes. Wo genau? In den kommenden Tagen, das weiß jetzt Claudia Kleinert. Naja, Inge, heute wurde sie oftmals sogar von Staub verdeckt, nämlich durch Sahara-Staub. Die nächsten Tage werden es Tiefdruckgebiete sein, die durchziehen. Allerdings viel Regen bringen die nicht, aber schon mal ein bisschen dickeres Gewölk. Man sieht hier, morgen zieht eine Front durch, dann ist wieder Ruhe, einzelne Schauer, vor allen Dingen im Norden und äußersten Süden kann es auch regnen.
dann wieder Ruhe bis zum Wochenende. Wenn überhaupt was fällt, dann sind das höchstens mal so 5 bis 10 Liter. Anders im Stau der norwegischen Gebirge. 80 bis 130 Liter können es dort werden. Und 40 bis 80 Liter im Norden Italiens. Bei uns also eher recht ruhiges Wetter. Temperaturen sinken jetzt deutlich. Man sieht es hier an Kaiserslautern. Gehen dann aber in den Bereich, der jetzt völlig normal wäre für Mitte April. Zum Wochenende scheint es aber wieder deutlich wärmer zu werden. Wie genau, ist noch nicht so 100% sicher. Aber da kommen wir wahrscheinlich wieder deutlich über die 20 Grad. Jetzt in der Nacht breitet sich erst einmal so eine Schauerlinie weiter nach Osten aus. Von Westen her kommt dann die Kaltfront. Die wird im Moment, gibt es einzelne Gewitter auch über Frankreich, die wird vielleicht auch mal ein Gewitter dabei haben, kommt dann morgen bis zur Mittagszeit weiter nach Osten voran. Von Rügen runter bis in den Südosten Bayerns bleibt es aber am längsten sonnig und dementsprechend dort auch am wärmsten. In der Nacht Temperaturen meist so zwischen 9 und 15 Grad. 16 Grad sogar in Rheinhessen und am Nachmittag dann bis zu 28 Grad nach Osten, wo die Sonne längere Zeit scheint. Von Westen wird es deutlich kühler mit 11 bis 15 Grad. Am Mittwoch dann nach Norden hin einzelne Schauer. Im Süden regnet es zum Teil kräftig weiter. Der Donnerstag bringt so ein Tiefdruckgebiet, das über dem Norden liegt, im Süden lange Sonnenschein. Die Temperaturen gleichen sich dann überall an. Also doch sichtbar hier und da die Sonne. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten folgt jetzt Sandra Maischberger, die unter anderem den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder begrüßt. Und die nächste Tagesschau im Ersten, die sehen Sie dann hier um 23.50 Uhr. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Ja, einen schönen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.